Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir spielen heute das allererste Mal Clash of Clans, Leute. Und zwar ist das eine ganz, ganz besondere Folge Clash of Clans. Wir haben nämlich heute eine richtig krasse Mission und ein richtig krasses Community-Event, wo ihr eben auch teilnehmen könnt. Und zwar das Clashathon-Event, Leute. Ich werde euch auf jeden Fall gleich nochmal darauf hinweisen, was das alles ist. Ihr könnt nämlich auch richtig viele coole Sachen gewinnen dabei, Leute. Und vorher müssen wir aber erstmal hier das Tutorial abschließen, weil ich bin ehrlich, ich habe noch nie bisher Clash of Clans gespielt. Das ist heute mein erstes Mal und wir sehen schon, oh nein, Kobolde, schnell baue eine Kanone, um dein Dorf zu verteidigen. Shop, okay. Einmal Kanone kaufen. Ah, und dann platziert man die hier. Und jetzt beenden. Ah, lol. Okay, ich verstehe schon. Und Angriff. Na los. Oha. Jetzt kommen hier die Kobolde angegriffen und die können jetzt sozusagen dann dadurch verteidigen, ne? Dass wir hier die Kanone platziert haben, schätze ich jetzt mal. Ah, verstehe. Puh, das war knapp. Danke, Häuptling. Okay. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal weiter. Oh, der nächste Angriff kommt jetzt. Tippe mehrmals auf ein freies Gebiet, um deine Truppen einzusetzen. Ah, lol. Okay, verstehe. Das heißt, wir können hier unsere Truppen platzieren und dann auf jeden Fall hier den Angriff dadurch machen. Ah, okay. Leute, ich bin richtig gespannt auf jeden Fall, was wir heute noch alles hier herausfinden werden. Wir haben heute auch als Ziel, einen eigenen Clan zu erstellen, wo ihr alle joinen könnt. Ganz wichtig, Leute, bleibt also bis zum Ende dran. Für euch lohnt sich das nämlich auch sehr, kann ich schon mal sagen. Und Leute, natürlich ganz wichtig, ladet euch schon mal mit dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne Clash of Clans runter. Oder auch über den QR-Code von mir, das würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, ich erkläre euch das ganze Community-Event gleich dann auf jeden Fall. Wir sollen als nächstes hier so eine Bauhütte platzieren. Mit Elixier kannst du deine Truppen ausbilden und Gebäude bauen. Okay, du kannst Elixier aus dem Boden pumpen. Oha, lol, okay. Ah, ein Elixiersammler, ich verstehe. Ah, okay, das heißt, da kann man dann sozusagen... Ah, lol, okay. Lol, okay, ich verstehe. Das heißt, man baut so Schritt für Schritt so sein Dorf auf und, ne, verschiedene Sachen, die Ressourcen sozusagen einbringen. Verschiedene Sachen, die auch Angriffe abwehren können. Und so versucht man vermutlich dann immer ein krasseres Dorf zu bekommen. Ich bin gespannt. Und jetzt als nächstes die Kaserne. Ah, die wird vielleicht Truppen ausbilden. Ich weiß es nicht. Ah, ja, genau, Truppen ausbilden. Safe. Okay, da habe ich also schon mal richtig gelegen. Gedrückt halten. Ah. Ah, lol. Und jetzt Ausbildung beenden. Sehr geil. Oh mein Gott. Alter, wir haben jetzt schon richtig geile Truppen hier. Und jetzt können wir hier auf jeden Fall unseren ersten Angriff starten, Leute. Ey, schreibt mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr auch Clash of Clans spielt. Das würde mich mal sehr interessieren. So. So, wir können jetzt hier unsere Truppen platzieren auf jeden Fall. Rundherum vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie das am besten oder was hier am schlausten ist. Junge, Alter, wir haben ja richtig viele am Start hier. Oha, let's go, Leute. Ah, jetzt verstehe ich auf jeden Fall schon mal das Spielprinzip hier circa. Oh, großartig, zack. Und das hat auch geklappt. Richtig geile Sache auf jeden Fall. Nice, dann wieder nach Hause. Und natürlich ist jetzt auch unser Ziel. Ah, und jetzt legen wir unseren Namen schon mal fest, Leute. Ihr wisst, Lukas BS heiße ich. Ich hoffe, das funktioniert. Und noch eine Frage, wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. Let's go. Mit dem Gold, das wir in den Kobold abgenommen haben, können wir uns das leisten, das Rathaus zu verbessern. Ja, Mann. Okay, let's go. Das bedeutet, wir haben jetzt Rathaus Level 2. Ah ja, sehr geil. Okay, Rathaus Level 2. Also, Leute, ich würde sagen, wir jammen heute auch ein bisschen rein. Ihr kennt mich ja. Aber vorher, Leute, drücken wir mal hier auf dieses C, weil ihr seht schon, hier kann man einen Creator-Code eingeben in Clash of Clans. Und ich habe tatsächlich auch in Clash of Clans einen Creator-Code, nämlich Creator-Code Lukas. Deswegen gibt den auf jeden Fall mal gerne ein. Das würde mich sehr freuen für den Support. Und ich würde sagen, Bauarbeiterpaket wird jetzt einmal gekauft. Hier für 3,49 €. Zack. So, Kauf war erfolgreich. Let's go, Leute. Okay, wir haben schon mal so ein Starter-Angebot sozusagen gekauft. Nicht platzierte Gebäude. Bauarbeiterpaket erhalten. So, okay. Ah, man bekommt ja auch Herausforderungen und so weiter. Belohnungen auch. Oh, lol, let's go. Hier ist wie so ein Pfad. Ah, das ist ja sehr geil. Okay, dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Und ich würde sagen, Herausforderungen wissen wir jetzt auch schon mal Bescheid. Jetzt können wir mal versuchen, das Rathaus zu verbessern. Dafür bräuchten wir jetzt allerdings auf jeden Fall... Ah, bitte baue folgende Gebäude, um das Rathaus freizuschalten. Ah, verstehe. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier sozusagen nochmal ein paar... extra Gebäude bauen. Und dafür können wir wahrscheinlich einfach hier diese einzelnen Gebäude, ah, verstehe, setzen. Ah, nice. Auch die Goldmine haben wir jetzt also platziert, Leute. Dann das hier als nächstes bauen.
6000 Münzen kostet das. Ich weiß gar nicht, ob das viel ist oder nicht, Leute. Ich mache übrigens jetzt einfach immer hier so die Position, die einfach vorgeschlagen wird. Aber ey, unser Dorf sieht doch schon mal richtig cool aus. Bogenschützenturm, zack. Und jetzt auf jeden Fall, das hier bräuchten wir noch einmal. Eine Mauer. Wo platziert man die denn dann? Lol, okay, das hat gereicht schon, oder was? Tut man eine Mauer? Ah, 24 Mauern. Ah, warte mal, die tut man doch bestimmt außenrum platzieren, oder? Ah, wahrscheinlich ist das so eine Mauer um sein Dorf rum, würde ich jetzt mal schon fast vermuten, oder? Wie das gedacht ist, Leute. Ich denke mal schon eigentlich. Let's go. Ah, ja, so müsste das auf jeden Fall klappen, Leute. Wie viele haben wir davon noch, Bruder? Ey, wir haben ja unendlich Mauern jetzt, oder was? Ey, Leute, sorry, falls ich hier so übrigens voll der Clash of Clans Noob bin. Ah ja, okay. Verbessere Rathaus auf Level 3, um mehr zu bauen. Alles klar. Nur noch das hier fehlt, die Kanone. Die platzieren wir jetzt mal hier hin. Zack. Und zack, zack. Und ich würde sagen, jetzt sollten wir eigentlich unser Rathaus verbessern können. Und, oh, auf Level 3 verbessern. 4000 kostet das. Das heißt, wir müssen also jetzt nochmal in den Shop gehen und vielleicht sogar unser nächstes Angebot hier einmal holen. Das hier würde ich sagen. Kauf war erfolgreich, Leute. Let's go, Mann. Ey, richtig geil. Haben wir jetzt das Rathaus verbessert oder nicht? Wir brauchen immer noch... Ah ja, für 12 Juwelen kriegen wir das auf jeden Fall. Und let's go. Damit haben wir hoffentlich jetzt Rathaus am Start. Rathaus Level 3. Jetzt beenden. Komm, das machen wir auf jeden Fall. Und let's go. Rathaus Level 3 haben wir jetzt schon mal. Richtig geil, Mann. Oh, das nächste kostet auf jeden Fall schon mal um einiges mehr. Allerdings, Leute, ihr kennt mich. Wir gehen mal rein und holen das nächste Bauarbeiterpaket hier. Also, Leute, Angebot ist jetzt auch gekauft. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt dementsprechend weiter unser Rathaus zu verbessern. Dafür brauchen wir noch einige Gebäude auf jeden Fall. Ihr seht hier alles in der Liste. So, das platzieren wir hier auch. Oh, einmal so, einfach wie es vorgeschlagen wurde. Zack, jetzt beenden. Und weiter geht's auf jeden Fall. Ah, schalte Clan zwar, indem du die Clanburg wieder aufbaust. Ah, Leute, das müssen wir auf jeden Fall auch mal machen. Wieder aufbauen hier. Das machen wir jetzt direkt, denn wir möchten auf jeden Fall einen Clan erstellen. So, Clan gründen. Also, Leute, denn jetzt kommt das Entscheidende. Wir gründen jetzt auf jeden Fall einen Clan. Wir nennen das Ganze auf jeden Fall mal Team Lukas, würde ich mal sagen. Zack, Team Lukas. Offen für alle, würde ich sagen. Kriegshäufigkeit, nicht festgelegt, benötigte 0. Ja, ich würde sagen, Abzeichen können wir jetzt nochmal eins auswählen. Vielleicht so. Machen wir einfach mal so, Leute. So, Clan-Schlagwörter. Würde ich sagen, einfach mal Clan-Kriege. Trophäenjäger. Haha. Okay, das machen wir mal. So, zack. Du hast nicht genug Gold. Das kostet 40.000 Gold, Bruder. Oh mein Gott. Okay. Das heißt, das müssen wir erstmal bekommen. Denn, Leute, mit dem Clan kann ich euch dann auch das richtig krasse Clashathon-Event präsentieren, wo es um über 50.000 Euro geht. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Das wird richtig krass, Leute. Erstmal müssen wir, wie gesagt, jetzt weitermachen. Unser schönes Rathaus weiterhin verbessern. So. Zack. 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 Let's go. Und ich würde sagen, die Goldmine holen wir jetzt auch nochmal. Sehr, sehr geile Sache. Wir gehen auch schon mal wieder in den Shop, Leute. Und wir gucken jetzt mal, ob wir aktuell schon nice Angebote wieder am Start haben. Okay, nee. Weiterhin verbessern. Die nächste Sache, 300 Elixier. Das kaufen wir dann auch nochmal für 2 Juwelen. Let's go. Und die nächsten Sachen, zack. Das kostet auch nochmal ein bisschen mehr. Ist aber gar kein Problem. Das Labor haben wir jetzt auch am Start. Und wir schauen mal als nächstes. Oh, die nächsten Mauern haben wir jetzt wieder, Leute. Ich würde sagen, auch hier würde es sich anbieten, einfach wieder die Mauern so außen rum zu platzieren. Boah, ey, wir tun schon mal richtig krass unser Dorf hier voranbringen, Leute. Ey, wir haben schon echt einen ultra guten Start. Die Mauer schützt das ja auch nochmal, glaube ich, ganz gut, würde ich jetzt mal vermuten. Wie gesagt, Leute, falls ich irgendwas falsch mache, dann weist mich gerne mal übrigens im Chat darauf hin. Ja, falls ich irgendwie was Komisches mache oder so. Und verbessere Rathaus, um mehr zu bauen. Okay, also wir haben schon mal nicht schlecht unser Dorf hier vorangebracht. Rathaus müssen jetzt einmal weiter verbessern noch. Die nächste Kanone muss hier nochmal gesetzt werden. Vielleicht machen wir die mal lieber an eine andere Stelle ein bisschen. Und zack. Ah ne, ein Minenwerfer war das. Let's go. Oh, ups. Zack, den wollten wir ja hier lassen. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt Rathaus. Nur noch das hier müssen wir machen. Okay, die Bomben. Oh, Bomben. Bruder, sind Bomben gut für uns? Ich hoffe mal. Würde sagen, ihr seht schon, 25.000 Gold. Verbessere dein Gold, deine Goldlage oder baue mehr davon. Ah, okay, verstehe. Goldlage erstmal verbessern, scheinbar. Goldmine. Vielleicht nochmal verbessern.
Verbessern. Zack. Und nochmal. Zack. Okay, vielleicht klappt es jetzt, Leute. Verbessere deine Goldlager oder baue mehr davon. Immer noch Goldlager. Okay, Leute, ich merke schon, wir müssen also hier einmal neue Goldlager bauen. Ressourcen. Hier, Goldlager. Was? Verbessere Rathaus 8 auf Level, um mehr zu bauen. Hey, was? Rathaus Level 8, Bruder? Okay, das heißt, wir müssen einfach unsere verbessern, ja? Denke ich jetzt mal. Zack, jetzt beenden. Nochmal verbessern. Und jetzt beenden. Und nochmal verbessern das Ganze. Jetzt, let's go. Boah, Bruder. Nice, Level 5. Die tun wir jetzt auch nochmal vielleicht auf ein bisschen höheres Level bringen. Vielleicht auch Level, zack. Und, kriegen wir das jetzt hin? Immer noch Goldlager verbessern. Junge, okay. So, Goldmine. Ah, nee, warte, Goldmine mache ich die ganze Zeit. Goldlager. Digga, okay, Leute. Haha, Junge, ich bin auf jeden Fall noch ein Anfänger. Ihr merkt es schon, ne? Bitte seid nicht so ganz sauer, wenn ihr dieses Video seht. Es ist wirklich das erste Mal, wo ich das auf jeden Fall spiele, ne? Das ist wirklich mein allererstes Mal Clash of Clans. Okay, Alter, Junge, wir verbessern das ja komplett krank hier schon, ne? Das ist richtig geil. Nice. Boah, okay, jetzt aber vielleicht. Komm, können wir jetzt auf jeden Fall das Rathaus verbessern? Ah, jetzt beenden. Oh mein Gott, let's go. Rathaus Level 4. Das ist schon mal ultra, ultra gut, Leute. Ja, Mann. Das ist richtig nice. Okay, versuchen jetzt auf jeden Fall nochmal einmal die Clanburg hier zu verbessern. Ah, okay. Mehr Elixierlager. Aber egal. Vielleicht schaffen wir es jetzt nochmal auf jeden Fall einen Clan zu gründen. Ah. Oh mein Gott. Hier haben wir auf jeden Fall richtig viel Gold. Komm, wir kaufen mal hier diese 87.000 Gold. Let's go. Ja, Mann. Okay, und jetzt können wir endlich den Clan gründen, glaube ich. Jetzt können wir endlich den Clan gründen. So, Abzeichen machen wir nochmal anpassen. Vielleicht hier so rot und... Ja, was ist denn cool hier? Boah, Alter, hier gibt es ja richtig viel. So eine Flamme wäre geil, glaube ich. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, das passt alles. Wir machen hier einfach Trophäenjäger, Clankriegslieger, Clankriege. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Und jetzt Clan gründen. Ja, Mann, du hast erfolgreich einen neuen Clan gegründet, Leute. Ja, Mann, richtig gut. So, und meinem Clan könnt ihr jetzt auf jeden Fall beitreten. Ihr seht hier auf jeden Fall mal in der Nahaufnahme den Clan-Kürzel zum Beitreten. Kommt auf jeden Fall alle rein, denn jetzt verkünde ich euch das Clashatron-Event gleich. Aber vorher möchte ich noch eine ganz kurze Sache hier mal machen. Wir wollen nämlich jetzt nochmal ganz kurz unsere Truppen ausbilden, Leute. Und zwar hier alle mal einmal hier verbessern. Zack. Und Ausbildung einmal beenden. Sehr, sehr gut. Schub. Machen wir mal Schub hier. Zack. Zack. Haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, ne? Also Leute, hier können wir nochmal hier ein bisschen Gold einsammeln. Und ihr seht auch schon, unsere Truppen sind hier schon langsam am Start. Richtig geil. Unser Dorf wächst hier auf jeden Fall schon ziemlich gut. Wir können hier nochmal überall einsammeln. Wir haben schon eine richtig geile Produktion am Start. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal ein Battle starten. Leute, wir versuchen jetzt wieder unser Rathaus abzugraden, würde ich mal sagen. Und zwar benötigen wir dafür einmal hier die Mauer wieder mal. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt die Mauer einfach mal so ein bisschen weiter so. Auf jeden Fall hoffentlich unser Rathaus mal wieder verbessern. Das wäre richtig nice. Denn dann können wir auf jeden Fall so langsam auch Battles starten. Wir brauchen nämlich ein Armeelager dafür noch. Ein paar weitere Sachen. Und dann möchte ich auch schon mal in meine ersten Battles gehen, bevor ich das coole Event an euch verkünde. Rathaus verbessern. Dafür fehlen uns jetzt nochmal hier diese Sprungfallen. Können wir jetzt einfach mal hier gerne reinhauen und let's go. 141 kostet das. Ah, deine Goldlager verbessern, alles klar. Oh mein Gott, die sind ja schon richtig gefüllt hier, Leute. Ich merke schon. Ey, richtig, richtig geil. Und jetzt können wir hoffentlich mal wieder das Rathaus verbessern. So, jetzt beenden. Zack, Rathaus Level 5, Leute. Okay, und wir haben jetzt auf jeden Fall auch ein paar Sachen nochmal freigeschaltet. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt auf jeden Fall so langsam unsere, ja Mann, unser Armeelager bekommen. Sehr geil, das haben wir jetzt auf jeden Fall auch geschafft. Machen es mal hier hin. Und jetzt können wir auf jeden Fall hier nochmal Truppen ausbilden. So, wir halten das natürlich hier mal gedrückt. Warteschlange ist voll. So, let's go. Das haben wir auf jeden Fall auch schon mal. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt mal unseren ersten Angriff. Und zwar mehr Spieler. Kampf finden. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Leute, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert bisher. Das ist jetzt mein allererster Kampf auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, wir platzieren jetzt mal hier unsere Truppen und greifen mal hier an auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob das gut klappt, Leute. Das ist jetzt wirklich mein allererster Kampf. Also seid nicht ganz so böse zu mir.
Ich hoffe, ich mache das richtig. Vielleicht sollte man auch alle von einer Seite angreifen lassen, aber ich mache jetzt mal so außenrum. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt alle Truppen eingesetzt, ne? Großartig. Okay, Leute, let's go. Ich hoffe, es funktioniert auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben die Truppen gut genug ausgebildet, dass die das jetzt hinbekommen. Und dass wir jetzt hier den guten Loot absahnen. Oh mein Gott, let's go. Die greifen hier schon das Rathaus an. Ja, let's go. Wir haben auf jeden Fall den Sieg geholt. Sehr geile Sache. Oh mein Gott. Oh, ja, Mann. Das ist sehr, sehr krass. Ich würde mal sagen, Leute, das hat doch richtig gut geklappt. So, und jetzt erkläre ich euch auf jeden Fall das Clashathon-Event, Leute. Es ist nämlich komplett krank auf jeden Fall. Es ist ein Charity-Event. Das heißt, es ist zwischen verschiedenen deutschen und französischen YouTubern ein richtig krasses Event, um tatsächlich, die besten... um den besten Clan herauszufinden. Ihr seht ja jetzt, ich habe einen Clan erstellt, hier ist noch leider niemand drin. Das heißt, tretet mir unbedingt bei Team Lukas. Ihr seht ja auch auf jeden Fall das Clan-Kürzel. Der Clan, der vom 20. Juni bis zum 4. Juli die meisten Clan-Trophäen auf jeden Fall und Builder-Base-Trophies sammelt, Leute, wird der Gewinner sein. Wenn wir es schaffen zu gewinnen, dann dürfen wir eine 30.000 Euro Donation, Leute, übertrieben viel wirklich, an das Charity-Event unserer Wahl eben spenden. Außerdem werden auf jeden Fall 25 richtig geile Pakete mit exklusiven Supercell-Merch von Clash of Clans euch gesendet, Leute. Das bedeutet, ihr könnt richtig geile Clash of Clans-Pakete gewinnen. Das heißt, es lohnt sich super krass mitzumachen. Hauptsache, ihr tretet meinem Clan bei und dann sammelt ihr dort diese Clan-Trophäen und Builder-Base-Trophies. Wie gesagt, das ist das Allerwichtigste. Nochmal ein paar zusätzliche Informationen, Leute, damit ihr auf jeden Fall das Ganze auch nochmal wisst. Wenn ihr Trophäen verliert, dann zählt das nicht dazu, sondern nur die Trophäen, die ihr plus macht. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem allerersten Mal Clash of Clans und dem ultra coolen Event. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr nehmt dran teil und helft mir, dass wir auch etwas Cooles zusammen schaffen. Wie gesagt, erster Link in der Beschreibung, gratis Download von Clash of Clans oder über meinen QR-Code, würde mich ultra freuen, Leute. Ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like, dann kostenloses Abo. Wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao.